Ja, Leute, willkommen zurück auf meinem Dreckskanal. Wir befinden uns hier in Johnny Hans Drecksgarage. Der hat hier irgendwelche Sachen rumstehen, die kein Mensch braucht. Da vorne ist ein Quad. Quad-Video kommt auch oder war schon, keine Ahnung. Ich habe hier so viele Videos gedreht, dass ich nicht mal weiß, wie ich heiße. Ich zeige euch mal hier, was er so hat. Hier hat er ein paar RC-Autos. Ich kenne mich mit dieser Materie gar nicht aus. Für mich ist es alles Müll. Das Quad-Fahren hat mir am meisten Spaß gemacht, Johnny. Mir nicht. Mir hat gar nichts mit dir Spaß gemacht. Ihm macht auch nichts Spaß. Der muss alles machen. Azubi, bitte leg das mal lieber hin, weil du hast schon einige Sachen hier kaputt gemacht und ich habe echt keine Kohle mehr, mein Kanal läuft nicht mehr. Ich kann dem Johnny nicht alles bezahlen. Ich habe übrigens auch seine Jacke an und auch seine Unterhose, wo sich ein Kackstreifen drauf befindet. Guck mal hier, was der hier hat. Einfach Waffen, Alter. Das darf man eigentlich gar nicht im Video zeigen, gell? Echt? Verboten? Ja, weil es verboten ist. Ey, das ist ein Tschüsschen. Du hast wirklich alles von mir, ne? Alles, Mann. Und du sagst immer so, nee, das kann ich nicht annehmen und so. Und dann oder einfach hin. Willst du es mir doch geben? Weißt du, wie teuer die ist? Seine Frau hat 400 Euro. Ja, Lüge. 2000 Euro, ich hab gegoogelt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Scheiße, Alter. Hast du echt gegoogelt? Nein, hab ich nicht. Fahren wir jetzt endlich mal, oder? Keine Zeit. Wow. Bruder, mach doch mal einen. Du hast doch auch Hände. Nee, ich mach die kaputt. Das ist auch geil hier mit Schlagring, Alter. Ganz gefährlich hier unterwegs, der Johnny. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Ja, ja. Oh, ey, Junge, ich hab gedacht, es wäre irgendwas Hartes. Alter, ah, ich Nackenstarre. Nehmen wir nur einen Wagen, ein Auto. Ich habe zwei Autos dabei. Ah, okay. Ja, ist in Ordnung. Was will der denn jetzt? Yo. Yo. Dann zeig mal, was du drauf hast. Also pass auf, wir fangen an mit... Nein! Wer hat denn die Karosserie rausgenommen? Welcher Keck? Du hast sie mir aus der Hand genommen. Hab ich gar nicht. Ist jetzt euer Ernst? Ja, wir fahren ohne Karosserie. Ist das schlimm? Ja, wenn er auf dem Rücken landet, ist es richtig kacke. Mein Azubi wieder. Alter. Du hast die Na, wieso macht ihr das? Der hat sie mir aus der Hand genommen, du musst ihm das sagen. Alter, ihr kommt einfach so zu mir in mein Leben, das ist alles scheiße. Mein ganzes Leben ist im Arsch. Ist doch egal. Nein, ist nicht egal. Wir fahren einfach das Auto. Wir müssen das... Nein, wir müssen den fahren, wir müssen nochmal zurück. Willst du nochmal nachhören? Doch, müssen wir. So ein Scheiß, ey. Wer fährt das, Alter? Welcher dummer Keck. Ich hab das ja im Video. Ich hab ja den Beweis, welcher Idiot das gemacht hat. Ja. Leg das mal lieber hin, weil du hast schon einige Sachen hier kaputt gemacht. Ich hab echt keine Kohle mehr, mein Kanal läuft nicht mehr. Ich kann den doch hier nicht alles bezahlen. Und wie gefällt dir das Auto? Scheiße. Scheiße, ich hab meinen Handschuh vergessen bei mir im Auto. Scheiße. Jetzt kommen wir mit dem GLK und er fährt. Also ich stecke erstmal alles dran und dann erkläre ich das Auto. Ja, okay. Ich warte so lange, ja. Hier, das darfst du halten, aber hier nichts machen, einfach nur so halten. Ja, das ist eine Fernbedienung. Damit werden wir das RC-Auto jetzt fahren. Nichts anfassen, nichts, nein, nicht anfassen, hat er doch gesagt. Hast du nicht gehört? Ja, ich habe nicht. Nein, auch nicht reden. Oh mein Gott, Alter, der ist ja fast größer als mein Defender. Wow, Johnny, der Bre meinte auch, das Ding fährt 800 km/h. Ja, genau. Was? Ist hier... Das ist krass, gell? 800? Also das ist ein XRT von der Marke Traxxas. Ich habe hier Paddelräder drauf, eigentlich für Sand gedacht, aber auch ganz gut bei Schnee. Fährt so schnell, etwas schneller als 80 km/h. Ist sehr robust, Maßstab 1 zu 5 und ist einfach geil. Also hier lenkst du, ne, so. Oh, das geht schon los. Müssen wir den nicht irgendwie anmachen oder so? Ich hab doch schon längst angemacht. Ach so. Oh, warte, ich muss niesen. Musst du auch, kennst du das, wenn du in die Sonne... Ah, komm schon. Ui! Boah, krass. Ey, Mann, krass. Oha, Alter, oh! Junge, Junge, in den Videos kommt's ja gar nicht so rüber. Das ja, macht echt, ja... ist viel besser. Ja. Alter, ist ja geil. Heftig. Lass ihn mal fahren. Ja, okay. Kannst du schwimmen? Nee. Dann kannst du auch nicht fahren. Boah. Fast gegen die Laterne, Alter. Das war so knapp. Alter, du. Nimm ihm die Fernbedienung weg. Nicht so Vollgas geben, die fliegen überall. Was, Alter, Junge. Was kostet das Ding jetzt so? Boah. Alter. Alter. Ohne Akkus kostet das, glaube ich, 1100. Was? Ja, das ist halt echt ein High-End-Modell. Ach du Scheiße. Geil, Mann. Komm, wir gehen einen Sprung machen. Ey, guck mal, der wäre gegen die Laterne jetzt gefahren. Hätte ich nicht abgenommen, der wäre gegen die Laterne. 1500 Euro einfach weg. Ja. In einer Sekunde. Boah, geil. Wow. Du
Scheiße! Oh, Alter, wie geil, Mann! Soll ich über dich springen? Mach nochmal so, ich will mal sehen, wie hoch der fliegt. Ja, okay, es kommt drauf an, wo ich fahre. Das ist schon lebensgefährlich. Ja, es geht dann nicht. Ich muss weiter links fahren. Oh, Alter! Oh. Wir machen jetzt was komplett lebensgefährliches hier. Oh, Alter! Mach nochmal, das war geil. Das war richtig geil, Mann. Oh. Geiler Backflip, ne? Ja. Boah, der war nice. Der war sauber. Was ist jetzt so dein erster Eindruck? Ja, ich find's komplett scheiße. Ich hoffe, du kommst auch nie wieder. Ja, das hoffe ich auch. Ah, du Kick, Alter. Alter. Das Ritzel ist abgerutscht. Ich habe Loctite und so dabei. Die haben da letztes Mal kein Loctite drauf gemacht. Da hast du so eine Schraube im Ritzel, da musst du ein bisschen Schraubensicherungsmittel drauf machen, damit es nicht abrutscht. Und als bei Andreas war, der hat es halt nicht gemacht. Und was bedeutet das jetzt? Können wir nicht mehr fahren? Ah, okay. Was sind das für Damenhandschuhe, ey? Das sind Golfhandschuhe. Willst du Golf? Nee, aber es sind so Thermohandschuhe, deswegen habe ich die geholt. Kannst du schwimmen? Nee. So, als nächstes haben wir ein Outcast 4S von der Marke Arma. Man macht immer zuerst die Funke an, warum weiß ich auch nicht. Und dann das Fahrzeug. Ja, und bei dem ist es so, der ist übel standfähig. Ich kann euch das mal präsentieren. Kommt mit. Boah. Boah, ist ja geil, Mann. Boah, was ein Schub. Ganz anders. Ja, Mann. Oh, geil, Mann. Oh Gott, Wheelie, okay. Scheiße, Alter, ich mach das Ding noch kaputt, Alter. Ich hab Johnny Hand bis jetzt wirklich alles kaputt gemacht. Alles, was ich anfasse, geht kaputt. 80 km/h. Ja, ich glaube, du musst laufen. Ja, du musst nicht dahin, hallo. Ah! Der hat Funkprobleme bei weiter Entfernung. Ja, wie nah soll ich denn noch hin? Ah, jetzt. Ey. Ah, Jesper. Ey, was hast du denn hier wieder für einen Schrott organisiert? Das funktioniert hier gar nichts. Wieso bin ich überhaupt gekommen? Ah, jetzt. Oh, 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 oh. Oh, ist das geil, ey. Ich versuche jetzt über dieses Auto zu springen. Diesen Move hat Johnny noch nie gemacht. Komm mal her, du kleiner RC. Komm mal her. Fahr mal über meinen Fuß. Darfst einfach nicht so weit wegfahren. Ah, oh. Hast du mal so überlegt, dir so einen kleinen Hamster zu kaufen und den da reinzusetzen? Ja, ich denke jeden Tag daran, aber es wird halt nicht so gut ankommen. Auf meinem Kanal wird es gut ankommen, vertrau mir. Man muss ja nicht schnell fahren. Das ist schade, dass er nicht so weit wegkommt. Ich würde mal so gerne sehen. Ja, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas stimmt mit der Funke oder dem Empfänger nicht. Ich habe den so bekommen. Du hast 528 RC-Autos und du nimmst eins mit, das kaputt ist. Ich habe nicht dran gedacht. Ey, der will es so aussehen lassen, als ob ich das kaputt mache. Oder warst du das? Ich steh doch die ganze Zeit hier. Ey, wir müssen doch einen Schneeball schlafen. Da! Hier! Ah, der Akku ist zu kalt. Scheiße. Ah. Ja. Der Kopf ist voller Schnee und so. Das war's auch mit dem scheiß Video. Ich hab gar keinen Bock mehr.